kommt das cringigste Video, was ihr je gesehen habt. Versprochen. Ja, diesmal müssen wir das beim ersten Mal aufsprechen können, ja? Nicht so wie beim... Was haben wir denn da gemacht nochmal, als es so nicht geklappt hat? Die Rätsel. Ich mach das jetzt in one take. Boah. Hallo, willkommen zum Türchen Nummer 18. Wir werden heute Weihnachtswitze vorlesen und wir werden eine Challenge draus machen. Und zwar lesen wir uns, wie gesagt, gegenseitig Weihnachtswitze vor und der andere darf nicht lachen. Wir befürchten beide, dass dieses Video sehr, sehr unlustig wird. Also, obwohl wir Witze vorlesen, wird es wahrscheinlich relativ unlustig. Ich glaube, ich fange nicht wieder selber an zu lachen, so richtig hart. Ja. Über deine eigenen Witze. Genau. Okay. Ich suche jetzt Weihnachtenwitze, ne? Okay, du suchst Weihnachtenwitze. Ich such mal versaut. Sag mir mal die Seite, bevor du drauf gehst, ja? Wir dürfen ja jetzt nicht auf dieselbe Seite gehen. Ja, okay. Okay, ich gehe jetzt auf aberwitzig.com. Okay? Alles klar, ich gehe auf Witzepause. Okay. Oh, nee. Oh, die sind so flach, ne? Oh, Alter. Wir hätten Glühwein vorher trinken sollen. Okay. Warte, ich muss jetzt mal die 50 Seiten. Okay, ich lese jetzt von vorne. Ich habe jetzt noch nicht die Pointe gelesen, ja? Aber okay, du darfst ja lachen. Ich darf nicht lachen. Du darfst nicht lachen. Okay. Ich fange jetzt schon an zu grinsen, obwohl ich nicht. Okay. Okay, alles klar. Okay. Ja, du darfst doch lachen, was willst du denn? 5:0 für mich, ne? Wir spielen weiter. Nein. Du machst. Du darfst doch lachen. Okay, ich. Ja, ist okay. Ja. Also, eine Familie sitzt abends in der Wohnung und singt Weihnachtslieder. Plötzlich klingelt es an der Tür. Das Kind macht auf und da steht der Weihnachtsmann vor der Tür. Warum lachst du schon? Ich hab noch nicht gelacht. Steht der Weihnachtsmann vor der Tür. Der Weihnachtsmann sagt, na mein Kind, willst du wissen, was ich Schönes an einem Sack habe? Ey, das war doch nicht mal die Pointe! Warte! Darauf rennt das Kind schreiend zu seinen Eltern und brüllt. Mama, Mama, der Perverse vom letzten Jahr ist wieder da. Die Pointe war nicht mal gut, das Einzige war witzig mit dem Sack. Viele Männer haben an Weihnachten das Problem, dass die Gans nicht auf dem Teller liegt, sondern neben ihnen sitzt. Das ist aber so schlecht, ne? Okay, ich hab einen guten. Du hast einen guten? Okay. Oh Gott, du machst es mir nicht leicht. Okay, hau rein. Das schaffst du nicht, nicht zu lachen. Am Weihnachtsbaum die Kerzen tropfen. Der Vater darf die Mutter. Puh, okay. Ich lass das unkommentiert. Alter, nee. Was hast du gegoogelt, Alter? Den nächsten muss ich noch lesen. Warte, nee. Doch. Nein, ich bin dran. Mach doch. Peter, ich bin dran. Ach, das ist also doof. Immer schlechter, wenn ich runterscrolle, ja, ne? So, ich lese es einfach eins vor. Es hat 5 Sterne und okay, bereit? Ich habe es noch nicht gelesen, also kann sein, dass ich selber gleich losschieße. Sagt der Weihnachtsmann. Hey! Ich bin gerade auf eine andere Seite gegangen und habe denselben Witz gerade aus Zufall genau denselben Witz nochmal vorgelesen jetzt. Wow. Halten sich zwei Freunde über die Geschenke für ihre Frauen. Sagt der eine, meine Frau ist doch so ein Öko-Freak. Deshalb schenke ich ihr dieses Jahr etwas Besonderes. Einen Öko-Vibrator. Verdutzt sagt der andere, was bitte ist denn ein Öko-Vibrator? Antwort, ein Bambusrohr gefüllt mit Hummeln. Boah, es ist so schlecht, ne? Es ist wirklich schlecht. Boah, es ist wirklich richtig schlecht. Komm, ich gehe mal auf schlechte Witze, wo wir schon dabei sind. Schlechte Witze. Weißt du, wenn so ein Witz mit Pflitzchen anfängt, schon kein Bock mehr. Weihnachtsmann zum Kind. Na du? Wer war immer brav und hat das gemacht, was Mami gesagt hat? Der Papi. Treffen sich zwei Blondinen, sagt die eine. Dieses Jahr ist Weihnachten an einem Freitag, sagt die andere. Hoffentlich nicht an einem 13.
wieso sind die nur so schlecht? Die sind wirklich so richtig schlecht. Die sind richtig schlecht. Es sind richtig schlechte. Vater, der Christbaum brennt. Das heißt leuchtet. Okay, es leuchtet auch die Gardine. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, also ey, das war ein Punkt für mich. Krass. Wenn wir da noch dran festhalten. Cool. Ja. War richtig Spaß. Das war vielleicht das... Wie das war nix. Das war nix, ja. Ja, wir haben sehr unlustige Sachen gefunden. Wir haben uns bombardiert. Ich glaube, wir haben jeder einen Punkt. Nein, ich habe mehr. Ja, also wenn ihr euch ein bisschen schlechte Laune machen wollt bei eurer Weihnachtsfeier, dann geht einfach ins Internet und sucht euch ein paar Weihnachtswitze raus. Ne? Die Seiten findet ihr hier. Nein. Das sind gute Witze. Egal wie gut die Stimmung ist, ihr kriegt jede Stimmung knapp damit, ja. Die Feier ist dann zu Ende. Die Feier, genau. Also ne, wenn ihr ungewünschte Gäste habt oder so und wollt, dass ihr irgendwie nach Hause gehen, dann... Weißt du, wir hätten einfach nur mal so Vögelsterne basteln sollen. Ja, aber so 2.0, weißt du, so schwieriger. Ute hat mir erzählt, die hat das mal mit Geschenkband gemacht. Geschenkband? Nicht zum Einpacken, sondern mit diesen dünnen Streifen, die man so aufziehen kann. Okay, ja. Hat Spaß gemacht. Richtig gut. Morgen kommt das nächste Video. Abonnieren nicht vergessen.